Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Survive Minecraft. Miau, genau. Ja, fröhlich sind wir wieder hier, freuen uns noch dabei zu sein. Folge, oh Gottchen, 108 müsste das hier sein. Zumindest jetzt direkt diese ersten Teil dieser Aufnahme. Ich weiß noch nicht, wie viel ich heute machen werde. Es leckt noch ein bisschen, die Welt baut sich noch auf. Ah, sieht doch schon langsam besser aus. Und wenn wir schon mal hier draußen rumlaufen, können wir die heutige Aufnahme doch mal mit der Amtshandlung beginnen hier. Das liebe Bambus oder Zuckerrohr, was immer es jetzt inzwischen noch ist. Für mich ist es, ja gut, vom Aussehen her ist es Bambus. Ich habe es ja auch so gewählt, extra als dunkle Moose Bambus. Nee, wisst ihr ja, kennt ihr ja. Uiuiui. Aber wir werden ja da noch einiges von brauchen für eine zweite Bibliothek hinten bei unserer XP-Farm. Was ist das denn hier? Was soll das denn hier? Also das finde ich aber gar nicht nett hier, ne? Das finde ich aber gar nicht nett. Beim letzten Mal... Och Gott, die Aufnahme ist jetzt auch schon wieder ein kleines bisschen her, muss ich sagen. Blick, was machen unsere Pilze? Haben sie noch nicht wirklich vermehrt? Ho, 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 ho. Oh, da. Das können wir auch ein bisschen schöner hier machen. So, zack, zack, zack. Mann, heute ist es irgendwie kleines bisschen laggy. Keine Ahnung, woran das liegen mag. Ach ja, wie gesagt, die letzte Aufnahme ist ja schon ein klitzekleines bisschen her. So ein, zwei Tage. Oh, beim letzten Mal war ich ja noch hier beschäftigt, beziehungsweise hat die angefangen, den Grundstein zu legen für unseren Brauchstübchen, genau. Mensch, ich erinnere mich. Da muss ich mal kurz was überprüfen. Ah. Das muss etwas lauter. Die Musik müsste tendenziell etwas leiser. Wahrscheinlich muss ich das danach regeln, je nachdem, wie es dann am Ende in der Aufnahme aussieht. Die ist auch etwas lauter von der letzten Aufnahme. Feed the Beast Together. Ja, das Projekt ist jetzt inzwischen angelaufen. The Chariot und ich haben so die ersten ein, zwei Aufnahmen gemacht. Um genau zu sein, zwei Stück. Die letzte war etwas arg buggy. Aber naja, es soll uns ja auch nicht abhalten. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir Erde in der Küche. Er macht so einen Dreck und räumt nicht weg. Frechheit. So. Ja. In unserem Kühlschrank ist noch gar nichts drin. Ja, wie heißt es schön? Obst, Gemüse, etc. pp. Immer schön nach unten. Was haben wir hier eigentlich noch? Ach, eine Healing Potion. Das ist gut. So. Dann will ich doch mal hier gleich den. Können wir hier auch mal noch setzen irgendwo. Den werden wir bestimmt dann wieder abholzen können. Ja, wie gesagt, die erste Aufnahmereihe ist vollbracht bei Feed the Beast. Starten soll's. So, muss ich gerade überlegen, heute ist, ja, es ist Wochenende, frisch Samstag, wo ich hier aufnehme. Die Folge werdet ihr, glaube ich, aber nicht so ganz so früh sehen. Das wird ein bisschen mehr länger dauern. Ich glaube, das haue ich alles noch raus dann. So, jetzt erstmal Kobbel auf in der Hand. Feed the Beast wird daher, ha, ist ja geil, dann spoilere ich ja gar nicht. Nach laut Planung von The Chariot und mir, beziehungsweise da er ja Schirmherr ist bei diesem Projekt, ist eigentlich dann kommenden Montag aus Sicht meiner Aufnahme hier. Wenn ihr diese Aufnahme seht, ist das ja schon etwas her und gegessen. Je nachdem, wann ihr sie seht. Auf jeden Fall. Jedenfalls soll dann da Feed the Beast endlich starten. Hooray, sag ich da bloß. Upsala. Ja, so können wir dann hier reingehen. Ich weiß noch nicht, was ich da für ein Dach drauf machen soll. Es soll so ein bisschen so ein knuffiges Dächlein werden. Dschungelholz finde ich jetzt hier aber nicht passend. Ja, aber wie gesagt, zurück zum eigentlichen. Also Feed the Beast hat jetzt begonnen, die Aufnahme wird dann starten. Von mir wird es, bei ihm ist es eben Let's Play Feed the Beast, schätze ich mal vom Namen her. Bei mir wird es Let's Play Feed the Beast Together sein. Also ich bin nicht immer dabei, wenn er aufnimmt. Es kann auch mal sein, dass er vielleicht mit jemand anders da aufnimmt oder ganz alleine. Das ist ihm frei überlassen. Aber jedes Mal, wenn ich mit dabei bin, wird die Kamera auch mit alles aufzeichnen und mitnehmen, damit ihr ja nichts aus meiner Sicht verpasst. Und halt das, wenn ich dabei bin, könnt ihr dann aus meiner Sicht auch schauen. Und ansonsten dann alles, was dort geschieht, aus seiner Sicht eben auf seinem Kanal. Umpa, umpa, umpa. Schön die Erde hier rausgekloppt. Muss ich mal schauen, in die Mitte.
In die Mitte könnte man eigentlich so ein bisschen Feuer machen. So ein richtiges, uriges Braustübchen. Das hat doch was. Na, mal gucken, ob mir das hier ganz gut gelingen wird. Ja, sonst die letzte Zeit war echt ereignisreich. Zumindest was Projekte und Projektabschlüsse angeht. Das Schöne ist, okay, bei dem einen Projekt muss ich aufpassen, da könnte ich spoilern, bei dem anderen auf gar keinen Fall, weil, wie gesagt, auch den Tag, wenn FeeTheBeast starten soll offiziell, wenn es alles klappt natürlich, das ist ja noch die Voraussetzung, da muss man ja noch schauen. Jedenfalls wird den Tag auch schweren Mutes, muss ich sagen, schweren Herzens aus meiner Sicht die letzte Folge von Alice Madness Returns kommen in freundlicher Überlänge 45 Minuten, nicht zuletzt wegen den sehr langen Credits. Dach, was mache ich hier nur für ein Dach drauf? Ich glaube, dunkles Holz könnte geil aussehen. Aua, mein Bein! Ja, schweren Mutes, wie gesagt, das Projekt habe ich jetzt beendet. Ja, man sieht es mit einem traurigen und einem lachenden Auge so ein bisschen. Ich freue mich natürlich, dieses Projekt abgeschlossen zu haben, um auch wieder Freiraum für andere Projekte schaffen zu können. Ach, Mann, böses Ding. Ich will auch. So, komm runter, du. So, böses Ding. Trotzdem, es ist ja ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe euch auch, wenn ihr es gesehen habt. Ansonsten schaut doch gerne mal rein. Das ist dann halt so, Abschied von einem Projekt nehmen. Es sind jetzt dann, oh Gott, was, wie viel sind es geworden? 53, 54 Folgen müssen es dann am Ende doch geworden sein. Ich habe zwar nicht alles gefunden, was ich finden wollte, wie man dann ganz am Ende am Video auch sehen kann. Weil da gucke ich ja dann noch in die Statistik rein. Aber wie gesagt, traurig einerseits, froh doch auf andererseits. Nun gut, was ist dazu gekommen? Das neue Projekt Crysis 3 Singleplayer, was ja bei mir läuft. Es hat mich so gefesselt, es hat mich so begeistert. Ich habe es einen Tag später beendet. Das läuft ja zum Glück noch etwas länger, von daher ist das eigentlich gar kein Problem. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht spoilere, aber zumindest wisst ihr dann, also es ist komplett im Kasten. Ihr könnt es bis zum Ende durchsehen. Da werde ich jetzt auch nicht verraten, wie viele Folgen es dann doch geworden sind. Das ist eine Überraschung und das werdet ihr ja auch sehen. So, mal den Colt von der Tasche und lieber die Siblings eingesammelt. Check. Was? Haben wir schon welche? Ach, da haben wir schon welche. Gut. Siblings ist immer gut. Ja, gestern hatten dann Sugeas und ich... Oh, hab mich gerade erschrocken wegen dem Portal da unten. Wegen dem Flammeninferno, was ich da aufgebaut habe. Hey, komm, sammel den ein. Och nee, bitte fang nicht schon wieder an zu lecken. Na egal, bleibst du da. Und was war's? Unsere letzte Aufnahme. Wir haben den Koop durchgespielt. Das heißt, ich habe jetzt wirklich so mehr oder weniger in 3-4 Tagen 3 komplette Projekte zum Abschluss gebracht. Und stehe jetzt natürlich da, was machst du jetzt? Wie geht es weiter? Auf jeden Fall möchte ich ja auch Multiplayer machen von Crysis 3. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Auch wenn es wahrscheinlich, sogar sicher, erstmal mehr Fail als Spiel ist. Weil ich schon mal so eine kleine Testrunde gemacht habe, ohne Aufnahme. Sondern einfach wirklich nur mal schauen, wie es ist und wie es mit der Internetverbindung und allen klappt. Denn das ist ja immer so mit meinen Spar-DSL nicht unbedingt das Beste. Es lief alles gut, es hat auch Spaß gemacht. Ja, nur was mich so ein bisschen... Ich war ein absoluter Fail. Ich habe da wirklich, nichts wirklich reißen können. Ich habe vielleicht 2-mal geschafft, jemanden zu erlegen und bin sonst nur erlegt worden. Gut, ist kein großes Wunder für mich, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so lange abstinent bei Multiplayer-Shootern. Das ist wirklich eine ganz schöne Zeit, auch die ich da sowas nicht gespielt habe. Ja, Musik. Ja. Nächstes Lied. Bisschen mehr Mulli, hey. Ah. Und ja, also wie gesagt... Da war ich dann, wie gesagt, fröhlich am Fehlen. Jetzt gehe ich erstmal fröhlich ins Bett. You can only sleep at night.
Nee, ich will schlafen. Ich bin müde. Kleines Kind muss ins Bett. Jo, hier ist auch herzlich wenig noch drin. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall... Ah ja, Optifine. Ja, die neue Version. Ich habe sie zwar, glaube ich, schon runtergeladen, aber ich habe sie noch... Oh, Schreck. Noch nicht draufgepackt. Schande über mein Haupt. Keine Creeper, keine Creeper, keine Nichts-Creeper. Alles klar. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie macht man das mal am besten hier so. Zack. Zack. Oh. So. Der war natürlich verkehrt. Wie gesagt, also ich werde mich trotz allem mal an den Multiplayer dran wagen. Ihr werdet dann wahrscheinlich viel zu lachen haben. So. Und wahrscheinlich, oh mein Gott, wie kann man nur so schlecht sein? Meine Ausrede und wahrscheinlich auch ja mal die. Naja, Ausrede ist es ja nicht direkt, sondern eigentlich die Wahrheit. Ich bin ja sehr lange, was solche Multiplayer-Shooter angeht, extrem abstinent gewesen. Das letzte war wirklich noch das gute alte CS, was ich da aktiv betrieben habe. Und danach kam nicht allzu viel wieder. Mal schauen, wie das am Ende aussieht hier. Upsala. Und dementsprechend, da muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen. Das ist ja dann doch etwas anderes als ein Singleplayer. Ha, Black Ops 2, da warte ich auch noch auf Rückmeldung von Activision, ob das in Ordnung geht. Das wäre dann A, ein neues Singleplayer-Projekt, B, auch ein Multiplayer-Projekt. Rich Jarrett hat jetzt aber auch endlich mal angekündigt und angedeutet, hey, aufpassen. Mensch, wir könnten uns ja dann doch mal an Warzee endlich dran wagen. Warte mal, ich habe doch noch ein paar von den Dingern hier. Zack, zack. Zocki, zocki, Hühnerkogge, ne? So, ich da. Und dann noch eins. So. Wenn die gewachsen sind, können wir sie wieder abfällen. Denn wir werden noch einiges hier an Holz brauchen fürs Dach alleine. Das war fail, das war falsch. Das ist wie üblich. Hoppala. Ja! Und da könnte es dann also sein, dass wir uns wirklich mal jetzt endlich an Warzee dran wagen, was wir auch schon so lange machen wollten. Ich weiß noch nicht inwiefern, also ich habe mir eigentlich überlegt, Warzee, wenn man es wirklich angeht, erstmal so Pi mal Daumen 30 bis 40 Folgen in Angriff nehmen, schauen, ob es einem dann noch Spaß macht. Wenn es natürlich Spaß macht und die Resonanz gut ist, natürlich auch gerne mehr. Nein! Ist auch so der Punkt bei Portal 2 Koop. So geht es ja nicht. Würden da auch, wenn es gewünscht ist von euch, wenn da wirklich Leute sagen, hey, macht da mal bitte weiter, das gefällt, wären wir natürlich auch bereit, Custom Maps zu machen. Die könnt ihr sogar theoretisch selbst erstellen für uns, wenn ihr euch die Mühe machen wollt. Wir nehmen das gerne an und spielen die dann. Ich bin irgendwie zerstreut heute, ne? Ja. Oh, sieht's besser aus. Oh Gottchen, ich bin doch wirklich ein Knaller heute. An Unterhaltung. Ja, könnt auch daran liegen, ich bin noch etwas müde. Gestern war ja dieses super tolle Last Man Standing Livestream von Pete's Meat und Gronkh Team, also Team Gronkh gegen Team Hard Reset. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Es war einfach phänomenal und gut. Außer die Lecks stellenweise, weil wie üblich mal die Server nicht mit dem großen Andrang an Comments etc. pp. Zurechtgekommen sind. Auch wenn man sagen muss, es war in einer Hinsicht doch arg interessant. Bah, aua. Da ist ja dann zu späteren Zeiten auch eine Stripperin aufgetreten. In dem Moment, wo die Stripperin angefangen hat, auch wenn da eigentlich keine U18-Zuschauer mehr da gewesen sein sollten, da ab 23 Uhr ja USK 18 war, aber man dann doch am Chat gemerkt hat, da sind noch viele nicht ganz alterspassende unterwegs. Naja, ist ja auch egal, da will ich jetzt nicht drüber richten oder so. Jedenfalls war es da geil, als die Stripperin rausgekommen ist, hat man sofort gemerkt, okay,
die frühpubertierenden Teenies dort, die jetzt zugucken, haben jetzt wohl anderes im Kopf, als weiter zu kommentieren und damit den Server leicht zu überlasten. Die Strip-Einlage war wirklich akkurat und fehlerfrei, keine Lecks, nichts zu anzuschauen. Es war wirklich interessant. Sonst, gerade wenn sie irgendwie ein Battle hinter sich hatten, dann ging's los mit dem Gelege. Das war die wahre Pracht. Ich habe nur mal zwischendurch auch nur gedacht, meine Güte, nichts an meiner Leitung oder was geguckt. Nee. Selbst mein kleines 2000er DSL war mit dem Downstream nicht mal voll ausgelastet.